Vor 5 Monaten startete ich auf dem Practice-Stand und es macht mir sehr viel Spaß. Es gibt da keine, ich habe jetzt nicht so, ich möchte jetzt unbedingt Doodles erklären, sondern es ist wirklich schon immer festgestanden, dass ich das irgendwann einmal machen werde. Ich probiere jeden Tag, aber wenn es nur 10 Minuten sind. Wenn man es nicht ernst nimmt, sollte man es lassen. Mein normaler Job ist Kindergartenpädagogin in Ausbildung. Also erst kürzlich waren 2 Dudelsack-Spieler bei mir im Kindergarten und haben den Kindern den Dudelsack vorgestellt. Und ein Kind hat gefragt, seid ihr echte Menschen oder seid ihr Roboter? Und das habe ich witzig gefunden. Und Spaß soll's machen. Hallo, heute und in diesem Video erkläre ich euch, was ihr benötigt, um den schottischen Dudelsack zu erlernen. Das ist, was ich hier bereits in der Hand halte, zuerst ein Practice Jumper.